Es ist Mittwoch, der 1. Dezember 2021. Es ist 9 Uhr und hier ist MTP. Live aus der Fahrrad- und Marketinghauptstadt Deutschlands nach 5 Jahren endlich wieder auf der Bühne und damit dem Nostalgietrend von Wetten, dass und TV Total folgend. Nach 2 Jahren Recherche und Vorbereitung hier und nur für euch. Das sind die Marketinghorizonte 2021. Und hier sind eure Gastgeber, begrüßt mit einem Applaus, als ob es kein Morgen gäbe. Caroline Kleine-Westen und Nicolas Boll. Wir auch Zuschauer aus ganz Deutschland dabei haben. Filling the Brand Promise Gap. Über Nähe in distanzierten Zeiten. Herrn Professor Dr. Henning Thurau. Digitales Marketing und Marketing in digitalen Zeiten eher so wie Flipper spielen. Ein herzliches Willkommen, Fabiana von Holzapfel. Wir freuen uns, dass er da ist, Florian Arndt. Nils Klagau. Es gibt nichts Spannenderes als Marke. Koch Livestream mit Pace. Extrem digital dieses Jahr, also wirklich die Interaktion, dass ich meine Frage nicht mehr per Mikro stelle, sondern noch kurz ins Handy eintippe, dann wird es demokratisch gevotet und anschließend wird dann eine Redakteurin das Ganze auch noch verlesen. Das war schon extrem futuristisch und da gibt es auch keinen Grund, sich mehr zu entschuldigen, dass es analog besser ist. Ich würde sagen, Hybrid ist die Zukunft und das war heute ein extrem guter Beweis dafür. Erstaunlich, wie professionell unsere Plattform hier in die Veranstaltung eingebettet ist. Wir sind absolut begeistert. Carola Knorr. Ja, sehr gute Frage. Ein herzliches Servus an unseren Felix. Was halt wichtig ist, wir gucken immer sehr stark auf das, was nicht geht und welche Probleme das dann bereitet. Übersehen dabei die Sachen, die möglich sind. Entweder hast du dich user-centric aufgestellt oder du verschwindest vom Markt. Wie kann ich in Zukunft meine Produkte erlebbar machen? Und in China kann man schon sehen, was da eventuell kommt. Am Ende kann man einfach nur sagen, macht was. Herzlich willkommen, Alexander Schröder. Ich bin so froh, dass ich hier bin, dass ich mir entschlossen habe, hierher zu kommen, weil das ist auch super spannende Vorträge, tolle Location, super Orga-Team. Also definitiv eine ganz, ganz tolle MH. Waren die Marketinghorizonte 2021. Das ist meine erste Marketinghorizonte. Die Marketinghorizonte ist für mich das Primeprodukt des MTP, weil dort hier alles zusammenkommt, wofür MTP eigentlich steht. Junge Leute zusammen mit Alumni, mit Netzwerk, mit Unternehmen, mit Wirtschaft, Wissenschaft. Namhafte Persönlichkeiten, namhafte Unternehmen und das Ganze hautnah. Das sind wirklich die ganzen Insights, die ganzen, nahen Informationen, praxisnahen Informationen, die man von den Unternehmen bekommt und diese Vielfalt von den Vorträgen, die Vielfalt von den Unternehmen, die hier sind. Das sind MTP Spirit und Netzwerk. Neuer Marketing-Input. Neue Perspektiven hören, sehen und sich einfach austauschen zu Fachthemen in einer sehr entspannten Atmosphäre. Das war jetzt meine 10. MH und sie war super.